Backspin TV, heute in Berlin Wedding mit BTNG unterwegs. Hier in den üblich verdächtigen Käfig. Ich zeige euch ein bisschen unsere Stadt, unser Bezirk, worauf wir sehr stolz sind. Du hast eine Uhr, aber keine Zeit. Ich bin auch mal traurig und fang an zu weinen. Du traust dich alles außer schwach zu sein. Egal bei welchem Team du gespielt hast, wir haben gelernt, auf Beton dein Rasen ist Spielplatz. Meine dritte Deckung ist oben. Ich hab geschworen, ich geb niemals diese Festung verloren. Straße bleibt Straße, auch in Versace. Nike ist echt oder fake, ich war immer auf der Street. Pedal hier am Anschlag, Golf oder Jeep. Chille hart auf der Parkbank oder in der Suite. BTNG, Ghetto VIP. Keine Scheine oder Karte, ich zahl dein KFC. Mit Rolex oder ohne Einschlag, gewachsen auf Beton. Und du hältst mich nicht auf, ich brech durch den Asphalt heraus. Gewachsen auf Beton. Es ist einer der Punkte, die sehr oft bestimmt angelaufen werden, wenn es um dich geht. Ne? Welche Empfindung hast du, wenn du hier so stehst? Ja, ist natürlich, jetzt so oft wie ich hier war, ist jetzt die Empfindung nicht mehr so, wie du dir vielleicht vorstellst oder viele. Ist eigentlich ganz normal. Ja. Aber natürlich ist es, man weiß ja, wo alles begonnen hat. So. Ja. Wenn das hier alles nicht gewesen wäre, wären wir bestimmt nicht da, wo wir jetzt sind, alle drei. Was ist hier konkret passiert in deinem Leben? Ja, hier wirst du geformt für dein Leben, glaube ich. Alleine schon wegen dem Boden, weil der so ein bisschen eklig ist. Ja. Hier willst du nicht runterfallen und wenn du runterfällst, willst du auch nicht rumheulen, weil du willst ja keine Pussy sein. Also das formt einen schon auf jeden Fall. Hast du hier Fußball spielen gelernt? Ja. Ja? Auf diesem Platz hier? Genau, auf dem Platz. Es ist ja dann, gerade was eure Familie angeht, natürlich logischerweise ein sehr großer Faktor, auch in deinem Leben schon immer gewesen. Denn die Geschichten sind ja bekannt, das ist oft gesagt worden, Talent und auch eventuell die Möglichkeiten gehabt, vielleicht mehr draus zu machen und so. In welchem Alter warst du hier auf diesem Platz unterwegs? Ja, ab 12, glaube ich, bis bestimmt 18. Ja. Durchgehend so. Danach wurde es immer ein bisschen schwächer. Ist der Traum hier entstanden, Fußballer zu werden? Also ich hatte nie den Traum, Fußballer zu werden. Bei meinen Brüdern sicherlich, Kevin auf jeden Fall. Ja. Der war ja tagtäglich hier mit mir, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Aber für mich direkt, ich wollte jetzt nie Fußballprofi werden, weil die Wahrscheinlichkeit war auch sehr gering, dass einer so mit 82er Jahrgang das schafft. Da gibt es auch ganz wenige, die aus Berlin sind, die groß sind. Gibt es, glaube ich, nur Hakan Baltar. Der spielt bei türkischer Nationalmannschaft links außen. Ja. Und der ist so der Einzige, der es geschafft hat. Warum war das nie ein Wunsch von dir? Wie gesagt, die Perspektive gab es ja nie. Also für mich war Fußball Spaß. So viel für die Kiddies jetzt hier, die jetzt hier sind und spielen ein bisschen. War halt im Verein, war ein bisschen, wie sagt man, gut bessere Spieler. Aber es war jetzt für mich nie irgendwie. Ich habe nicht daran gedacht, Fußballprofi zu werden. Was hast du denn so für, also wenn ich mich zurück, oder wenn wir uns gemeinsam zurückerinnern an dich in der Person, 12 Jahre hier auf dem Platz unterwegs, 12, 13, 14, 15, 16, da geht's los, geht das Leben los, da kommen die Einflüsse von draußen, werden auch immer intensiver. Aber irgendwo wirst du doch wahrscheinlich auch für dich irgendwie eine Idee gehabt haben, was du machen willst. Hast du in den Tag hineingelebt? Ja, oder? Das war so mein Gebiet so. Jeden Tag in den nächsten Tag reinleben. Ja? Gar nicht überlegen, was willst du zukunftsmäßig passen, nee? Also packen. Nee, das war gar nicht meine Stärke damals. So, heutzutage ist es natürlich anders, den Umständen entsprechend, Kinder, Familie. Ja. Aber früher war für mich einfach nur morgen aufstehen und dann gucken wir, was kommt. Wie war der Alltag? Ich meine, du hast gesagt, viel Zeit hier verbracht, klar. Aber wie hast du sonst den Tag verbracht? Ja, es kam immer drauf an. Morgens hat es ja schon angefangen, da hast du überlegt, gehe ich zur Schule oder gehe ich lieber doch nicht zur Schule. Es war dann irgendwann schon so weit. Die Entscheidung ging wahrscheinlich immer häufiger darin, nicht zur Schule zu gehen. Ja, das Problem war ja, du gehst bis zur Schule, stehst dann direkt vor der Schule und dann sind die meisten schon da, die sich sammeln und einfach gar keinen Bock haben. So. Dann schließt du dich an. Also ist jetzt nicht Gruppenzwang oder so, ich war selber auch mit der Anführer von den Leuten. Also da gab es so viele Sachen, die passiert sind. Von anderen Schulen besuchen, bis weiß ich was, kleine Ärger machen oder weiß ich. Es gibt so viele Sachen. Diebstahl damals war ja auch voll Mode, so ein bisschen Alkohol klauen, in Cafés verkaufen. Hier bei den ganzen Kartencafés. Ja. Also das war schon eine große Bandbreite. So. Aber jetzt nichts Brutales, würde ich sagen. Das sind alles so, wie sagt man, Kavaliersdelikte, würde ich sagen. Was einfach dazugehört zum Älterwerden. Würdest du sagen, dass viel von dem, es geht mir dann immer ein bisschen um den Ort, den wir uns gerade auffinden, viel von dem, was so in deinen Jahren danach passiert ist, hier quasi seine Wurzeln hat? Also ist auch das Umfeld, sind die Jungs, mit denen du gekickt hast? Deine eigene Art und Weise, wie du früher warst, der Grund dafür gewesen, dass dann am Ende dein Leben so verlaufen ist?
Ja, jetzt im Nachhinein mit 32 kann ich eigentlich nicht meckern. So, das ist alles noch gut gelaufen. Ja. Die paar Monate, worauf du bestimmt ansprechen willst, Knast war für mich nichts. Ich kenne Freunde, die haben 10 Jahre gesessen, ja, am Stück oder einzeln abgesessen. Und die haben auf jeden Fall viel, viel schlimmere Sachen erlebt als ich. Deswegen, so schlimm war das alles nicht. Also, das ist schon ganz gut gelaufen. Ich habe nochmal Glück gehabt, muss ich sagen. Ja. So. Natürlich auch, weil ich vielleicht psychisch ein bisschen stabiler bin als viele andere, so, weil natürlich hätten manche Sachen mich dazu bringen können, jetzt aufzugeben oder zu sagen, ich glaube nicht mehr an mich selbst oder an das ganze Scheißsystem leben. Aber das war zum Glück nicht so. Wir sind ja im Moment hier im Wedding. Genau. Genau. Du hast gesagt, wir können so ein bisschen die Straße hochgehen und dann kannst du uns vielleicht nochmal, warte. Ja, beidfüßig, bist du links oder rechtsfuß? Eigentlich rechts, ja. Ja, siehst du, beidfüßig, der Mann, gefällt mir. Das ist schon mal sehr wichtig. Ja. Das wäre schon das nächste Indiz gewesen für viel Fußballkarriere. Ja, Grundvoraussetzung war auf jeden Fall hier beidfüßig zu sein, weil das bringt ja nichts, wenn du mit einem Bein stark bist, hier musst du schon mit beide sein. Was sind wichtige Orte, was sind wichtige Punkte hier auf der Strecke, auf die wir uns jetzt vielleicht auch gerade begeben? Ja, wie gesagt, also hier war schon ein Fixpunkt, das war der Fußballplatz, dann konnte man hier hinten an der Werkstatt durchlaufen, direkt rüber in die Punkstraße, dann warst du schon wieder auf der Prinzenallee, dann hier runtergelaufen, ist direkt meine Oberschule gewesen, die Schwarzkopf-Oberschule. Daneben war dann mein kleiner Bruder auf der Schule, also direkt gegenüber. Er konnte fast von seinem Fenster in Mainz reingucken. Okay. Also das war schon hier unser zentraler Punkt, so, wo wir uns bewegt haben. Deine Brüder sind bestimmt immer Thema, wenn man sich mit dir unterhält. Und ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich kein Gespräch gibt, wo du nicht auf deine Brüder angesprochen wirst, oder? Richtig. Nervt dich das? Na, es hält sich in Grenzen so. Das kommt ja auch immer drauf an, mit was für einem man hier quatscht. Wenn du jetzt zu mir kommst und nichts über mein Album weißt und nicht mal eine Line kennst, haben wir dann ein Problem natürlich. Dann habe ich keine Sympathien für dich, das ist schon mal klar. Aber das ist doch legitim, dass du mich zu zwei weltberühmte Fußballer befragst. Und wenn es dann nur meine Brüder sind, das ist doch klar. Es ist doch bestimmt relativ früh bei den beiden Jungs klar gewesen, du hast es gesagt, die wollen Fußballprofi werden. Das heißt, die haben andere Wege eingeschlagen, die hatten vielleicht auch bestimmte Ziele, weil sie auch wahrscheinlich mit dir jemanden hatten, zu dem sie aufschauen konnten, beziehungsweise der vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, den sie nicht machen würden oder so. War das so? Richtig. Bei Kevin war das mit Sicherheit so. Da bin ich auch richtig stolz auf ihn selbst, weil ein Junge sucht sich selbst aus, was er macht. Ja. Der hört nicht auf deine guten oder schlechten Ratschläge. Der nimmt sich das, was er für richtig hält. Und für Kevin war schon immer klar, dass er sagt, ich will nicht halt diese in Anführungsstrichen schiefe Bahn wie mein Bruder gehen. Ja. Und der hat das dann ganz schnell verstanden. Dann kamen dann so eine Hoeneße und Neubauers nach Hause, die ganzen kleinen Halsabschneider. Ja, und dann haben wir natürlich angefangen, auch ein bisschen größer zu denken, weil wir dann gesehen haben, dass da ein bisschen Geld fließen kann, weißt du? Ja. Und dann natürlich nimmt man das alles ernst. Wie viel Verantwortung hast du für den Weg von deinen Brüdern so für dich übernommen, auch schon in jungen Jahren? Dazu sage ich gar nichts. So viel Verantwortung, wie jeder andere große Bruder das für seine Brüder macht, glaube ich. Da ist jetzt nicht mehr oder weniger. Ich rede gar nicht noch von der großen Fußballkarriere, sondern auch schon in jungen Jahren, weil da ja, bist na du dann klar, ja trotzdem auch der Große. Wir sind ja ohne Vater aufgewachsen. Ja. Dann übernimmt man bestimmt eine Zeit lang so die Vaterrolle, das ist klar. Aber das ergibt sich ja auch irgendwann dann. Ja? Hast du das nicht bewusst gemacht? Nee, du bist ja dann drin. Ja? Du bist ja selber noch ein halbes Kind. Ja, das ist nämlich ein Punkt, an dem ich mir das auch immer vorstelle, dass es bestimmt, also ich habe mir natürlich vorher ein bisschen darüber Gedanken gemacht, da steckt ja auch auf jeden Fall mehr drin, weil man sein eigenes Leben in den Griff kriegen muss. Wie du es eben beschrieben hast, über die einen Dinge mehr oder weniger vielleicht nachdenkt, die man tut, dann aber natürlich automatisch Konsequenzen lernt und sie an einem eigenen Leib spürt. Und dann noch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein hat für seine genau. Geschwister. Das ist eine sehr explosive Mischung, oder? Bist du es an ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt. So. Das alles, was du gerade aufgezählt hast, das hört sich ja schon sehr komplex an. Ja. Der Zuhörer wird sagen, was hat er gerade da erzählt? Ich schau mal nochmal zurück, weil das ist wirklich nicht einfach. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren. Ich bin da echt nochmal gut weggekommen. Ich bin stabil im Kopf, zum Glück gesund und alles ist wirklich gut. Was ist der schönste Moment, wenn du an diese Straße denkst, an den du dich erinnern kannst? Der schönste Moment? Glaube ich, ist wirklich, wo die hier, die haben ja genau gegenüber jetzt, wir waren ja auf dem Platz gerade und genau schräg gegenüber ist so eine Steinmeißelfabrik. Da haben die dann dieses Nike-Event gemacht. So, ich glaube, das war schon der beste Moment. So, das hat sich auf jeden Fall Spaß gemacht. Erzähl noch ein bisschen was dazu. Ja, da haben die so den Platz wollten die eigentlich ein bisschen aufpimpen und haben dann halt Fußballschuhe versteigert dort. Ja. Von Fußballprofis und alles. Ja. Und die Einnahmen wurden dann gespendet. Dazu haben dann halt dieses Gemälde an der Wand. Ja. Und was natürlich für mich geil war, ich mag ja halt diese ganz harten Fußballspieler, die ein bisschen auf die Fresse hauen manchmal. Ja. Und da ist ja Materazzi einer der Top 5 auf der Welt.
Und der ist extra, aus, weiß ich woher, aus Italien gekommen hierher und so, um meinem Bruder zu gratulieren dafür, Kevin. So, das war schon krass. Bist du eigentlich Fußballfan? Nee. Ich habe nur halt natürlich früher mehr als jetzt Fußball geguckt und wie gesagt, ich mag da eher die harten Jungs ein bisschen, die so ein bisschen authentischer sind. Aber hast du früher so Vorbilder gehabt und irgendwie vielleicht auch einen Verein oder irgendwas, dem du gefolgt bist? Nee, also Vorbilder nicht. Ich war damals so ein bisschen Dortmund, habe ich gefeiert. Aber als Kind, glaube ich, hat jeder Dortmund gefeiert, weil die Trikots einfach geil aussahen. Und die hatten damals einen Spieler, Julius Cesar. Den fand ich ganz gut. Aber so Fan oder so, sowas war ich eigentlich von nichts. So. Kein Fan vom Fußball oder jetzt irgendeine Musikrichtung, dass ich jetzt ein Postersammler war oder so ein Scheiß. Sowas habe ich nie gemacht. Keine Vorbilder? Auch nicht welche, die oder vielleicht im direkten Umfeld, irgendein Umfeld, ein Vorbild in der, auf der Straße gehabt? Ja, irgendwie? Es gab damals einen älteren Typen, aber der ist leider verstorben so und der war schon ein bisschen mein Vorbild, weil der den Spagat zwischen Familie und Straße immer gut hinbekommen hat. Das war dann schon so bemerkenswert zu sehen, weil der war auch schon eine große Nummer und man musste halt da auch immer so eine bestimmte Fassung wahren, so dass die Leute dich nicht erwischen können. Und ja, aber der ist leider halt früh von uns gegangen und deswegen, dann war dann auch irgendwann aus mit diese, wenn du sowas nennen kannst, dann war er vielleicht mal ein Vorbild, ja. Was sind deine Fehler, die passiert sind hier in der Gegend? Ich habe keine Fehler gemacht. Nee? Also ich bereue nichts, also ich bin jetzt vielleicht, hört vielleicht dumm an, aber nee, vielleicht so Kleinigkeiten, aber ich bereue eigentlich nichts. Ich finde es ganz gut, wie das alles so gelaufen ist. Ja? Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind ein kleines bisschen gelaufen. Jetzt sind wir genau Oslo, Ecke von dem Panke. Ja. Oslo-Straße, Ecke Travemünder. Travemünder wird niemandem was sagen. Aber da hinten ist die Koloniestraße, also ein Stück weiter ist die Oberschule. Ja. Da war natürlich auch viel los, ob wir zur Schule gegangen sind oder nicht. Auf jeden Fall war da viel Action so. Jeder kennt die Schule, jeder weiß, welche Schule Schwarzkopf-Oberschule ist. Dann lass uns mal hingehen. Ja, komm, gerne. Gewachsen auf Beton, Weddinger Heldengeschichten. Fels in der Brandung von Wellen geschliffen. Ich nehm's wie es ist. Wenn wir gerade im Wedding unterwegs sind und haben uns ja eben noch ein bisschen drüber unterhalten, der Stadtteil an sich, der steht ja schon dafür, dass er immer mal als Problembezirk bezeichnet wurde oder als harte Gegend. Ja. Dann ist auf der anderen Seite wieder recht grün. Dann gibt es auch wieder Leute, ach, das ist echt schön hier zu leben. Also ich kenne auch zugezogene Studenten, die sagen, Wedding ist toll, ich fühle mich da voll wohl. Für Zugezogene ist es übergeil hier. Du kannst bis nachts um 2-3 Uhr essen im Wedding. Ja. Wie in Kreuzberg auch, weißt du, das ist natürlich für die ein Highlight. Ja. Aber und dein Wedding? Also mein Wedding ist auf jeden Fall noch der alte Wedding und der sitzt mir noch so sehr in den Knochen, dass ich viele Sachen auch, die sich wirklich zum Positiven entwickelt haben, nicht sehen kann. Okay. Das ist einfach. Beschreib mir dein Wedding mal. Na, mein Wedding ist so, dass da früher da Leute gesessen haben, die geraucht haben, obwohl Schule ist. Ja. Die Grundschulkinder haben auch schon langsam angefangen, rüber zu schielen, zu gucken, was machen die da, wie baut man das und wie macht man und so. Also das siehst du jetzt nicht mehr. Jetzt siehst du hier so ein paar Gruppen. Das sieht alles sehr beschaulich aus. Es ist ganz grün, genau. War es gefährlich hier? Würdest du sagen, war es gefährlich? Es kommt drauf an, wie gesagt, in welchen Schichten du dich bewegst. Es gibt ja so eine Mächtige an Krassen, die dann denken, dass sie mit den harten Jungs rumhängen wollen. Ja. Natürlich, wenn du die ekligen Seiten suchst im Wedding, die findest du schneller als die schönen Seiten. Das ist mit Sicherheit. Aber wie gesagt, du musst selbst immer differenzieren, was passt zu dir, wer bist du so. Und daran scheiden sich ja viele Gäste. Da sind auch viele Leute hier gescheitert, die dachten, hier im Wedding dreht alles durch. Aber bist du nicht so einfach? Hast du irgendwann mal die Gefahr gehabt, dass du scheiterst an dem, was du in deinem Leben passiert ist? Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt immer so bin ich ganz gut gefahren. Ich war immer korrekt zu den Leuten und die waren meistens korrekt zu mir zurück. Und so will ich auch dabei belassen. So, ich bin immer ganz so wie ich zu dir bin, will ich auch, dass du zu mir bist. Und dann ist auch alles cool. Es sind ja Erfahrungswerte, die hat man dann mit dem Alter, wenn man auch genug gesehen hat und dann auch genug Situationspunkte im Leben passiert sind, die einen verändern. Da kommen wir sicherlich, wie gesagt, ich wiederhole es nochmal nachher sicherlich auch nochmal zu, positiv wie negativ. Aber gerade auf unserer Reise hier durch dein Stadtteil in den jungen Jahren, ne? du bist ja stabil, du bist 1,90, hast damals ja dann auch schon viel Verantwortung gesammelt, das heißt, musstest auch viel auf deinen Schultern tragen, das macht dir automatisch stark und groß. Warst du ein aggressiver oder ein defensiver Typ? Ja, ich war schon leicht aggressiv, ja. Ja? Mhm. Woran hat sich das gezeigt? Ja, wenn du mich auf meine Hautfarbe diskriminiert hast oder irgendwie Ausdrücke gesagt hast, dann war ich natürlich sofort auf 100. Ja. Aber auch so, wenn jetzt einer meiner Brüder irgendwas tun wollte oder so, dann natürlich auch. Also das war immer damals ein bisschen, ist heutzutage immer noch so. Also ich erzähle jetzt nicht, dass ich hier geheilt bin und jetzt bei der Caritas arbeite oder so. Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber es hat sich halt ein bisschen gebessert.
Gibt es so, ich meine, wir sind ja hier von der Schule, ne? Ist die Schule irgendwie auch ein Punkt deines Lebens? Ja, wie gesagt, hier war Kevin auf der Schule. Ach so, das ist die... Und für den war das natürlich auch geil. Ich war genau gegenüber auf der anderen Seite, das ist dann die Oberschule gewesen und für ihn war super. Ja. Da konnte keiner jetzt so schnell aufmucken, weil er dann natürlich gleich seinen Bruder geholt hat. Da brauchte er nur einmal rüberrennen. Ja. Und ich kannte ja jeden in der Schule, also das war dann immer natürlich für ihn super. Ist das oft passiert? Nee, der war auch ein ruhiger Typ, der ist auch ein sozialer Typ. Kevin ist kein Ärgermacher. Ja. Wer mit Kevin Ärger hat, der mag sich selbst nicht so, glaube ich. Da muss ich dann gleich mal reingehen. Denn ich nun mal als Fußballfan und sehr intensiver Begleiter dieses Bereiches auch. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten können, Kevin Prince Boateng hat in seiner Vergangenheit so ein Bad Boy-Image um sich herum bekommen in den letzten. Das ging ja mit dieser Situation vor der WM 2010 da. Das ist auf die Spitze getrieben. Aber insgesamt hat er ein sehr großes Bad Boy-Image aufgebaut. Du hast eben gesagt, er war ein ruhiger Typ, er ist sehr sozial. Wenn du das in der Öffentlichkeit gesehen hast, wie über ihn gesprochen oder geredet wurde, was hast du da gefühlt? Da muss ich dir auch gleich sagen, das war mir eigentlich relativ egal, so, weil ich ja weiß, wie die Medien sind. So. Ja. Ihr kennt ja, also nicht ihr, also die Medien und so, die machen ja, was sie wollen. Die haben aus meinem Bruder den Bad Boy gemacht, den Tätowierten, den Aggressiven, den Psychopath. Der Junge hat noch nie eine Anzeige. Wegen Körperverletzung, weder wegen Diebstahl, weder wegen irgendeinem Scheiß. Ja. Ja, das ist dann immer für die dann leicht gesagt, weil halt der Ältere ein bisschen kriminell war und das ist dann auch offiziell und so. Dann sagen die, ja, der Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Aber Kevin hat jetzt nie was gemacht, außer dass er Ballack weggetreten hat oder vielleicht ein, zwei andere Spieler. Aber das ist Sport, Alter, ich bitte dich. Das gehört auf dem Fußballplatz dazu. Im Basketball gibt es auch Typen, die geben dir Ellenbogen. So, ja. Und dann sagen die, ja, das ist meine Spielweise. Aber ja. Die sind doch keine schlechten Menschen. Ich würde ja nämlich auf der anderen Seite immer wieder betonen wollen, dass wenn man in der Lage ist, in diesen klitzekleinen Zyklus zu kommen, in den kleinen Bereich zu kommen, wo man Profifußballer ist, wo man so viel Geld damit verdienen kann, wo man vor 50.000, 100.000 Menschen spielen kann, das schafft man nicht, wenn man an einer Stelle in seinem Leben nicht 100% gegeben hat, oder? Du brauchst ein gesundes Selbstvertrauen auf jeden Fall. Ja. So, und das hatte Kevin immer. Ja. Weil Kevin war stark, dass der auf den Platz gegangen ist und direkt abgeliefert hat. Ja. Egal ob gegen Bayern oder gegen Nürnberg oder egal gegen wen oder Chelsea, das war denen egal. Ist das ein Ding, das zwischen euch Brüdern gewachsen ist? Oder also je nachdem, wie viel Zeit man miteinander verbracht hat? Aber ich denke, das ist eher so, wenn du siehst, dass der eine was erreicht, willst du auch und bumm und bumm. Und so zieht sich das dann immer hinterher und hinterher. So ist ja auch bei mir mit der Musik so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe dann damit nach draußen, so, weil ich denke, ich kann damit noch mehr und mehr machen. Ja. So, und jetzt habe ich natürlich zum Glück den Support, dass die Leute die Musik gleich verstehen und nicht immer sagen, der Bruder von. Das ist zum Glück schon relativ schnell passiert. So. Gehen wir dann da gleich mal rein. Das ist nämlich eigentlich ein Punkt, das hast du, glaube ich, auch in einem anderen Gespräch schon mal thematisiert oder habt ihr schon drüber gesprochen. Ist ja aber ein sehr gefährlicher Grad, so, den man wahrscheinlich, bevor man anfängt, sich so durchdenken muss, bin ich jetzt nur der Bruder von. Oder werde ich für meine eigenen Sachen? Das war ja auch der Grund, warum so viele Leute eigentlich nicht mit mir zusammenarbeiten wollten. So, warum viele nicht auch gesagt haben, ja, das ist mir nichts, weil das ist ja nicht nur Künstler aufbauen oder unterstützen, sondern das ist ja noch viel mehr. Ja, weil du ja dann dagegen ankämpfen musst, dass es nicht nur der Hype oder diese Unterstützung kommt, weil es der Bruder von ist, sondern weil der Typ cool ist. Es gab einmal eine Phase, da habe ich gemerkt, dass Kevin so fast abdriftet in eine andere Szene. Und da habe ich ihn natürlich mit zur Brust genommen und habe ihm gesagt, entweder nimmst du jetzt Fußball ernst oder man braucht schon gut Geld, aber es gibt irgendwann eine Grenze, wenn die gesprengt ist, bist du nur noch in Probleme. Viele reden mit dir ganz anders, weil du auf einmal Geld hast.